Hinter dir startet gerade eine Glaive. Oh ja. Das ist ja wohl ein Hammeranblick. Das ist ja wohl krass, ja. Oh, weia! Oh. What's happening? Damit steigen wir doch glatt in die Moderation ein. Herzlich willkommen auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind in einer Instanz gelandet, oh. Weezen und ich. Man sieht's hier. Der ist hier tatsächlich in meiner Virtual Reality zu sehen. Und wir haben uns mal gedacht, wir versuchen, wie er schon sagte, mal zusammen in die Super Hornet zu steigen und dann mal FPS zu spielen. Genau, das, FPS. So soll's losgehen, ne? Ja, ich höre schon wieder Geballer um mich herum. Es wirkt irgendwie alles sehr, sehr unsicher. Komm, Sawyer, komm! Ja, doch. Reden in die Kiste. Tja. Der arme Kerl, Mann. Der hat in der Glaive gestartet, weißt du, und dann... Hoffentlich war es nicht Westen, der wollte sich gerade eine kaufen. So, ich versuche jetzt auch mal hier reinzukommen. Ja, ich bleib also da unten. Ja, Treppe öffnet sich. Ich kletter rein. Da, ich sehe dich sogar in der Außenbildkamera. So, hops, ja, ich bin hinter dir drin. Du bist drin? Ich bin im Turm! Ich bin im Turm! Sehr geil. Oh, wie geil ist das denn? So, ah, man kann den Turm ab, ja. Okay. Ja, mach mal. Ja. Ah, du bist also als Co-Pilot bist du in dem Turm drin. Das wusste ich ja noch gar nicht. Naja, also quasi vor dem Turm direkt. Du hast eine Kamera. Die ist zwischen den beiden Repeatern. Ach echt? Ja. Du guckst quasi links und rechts hast du die Repeater und guckst da so rum. Und kannst es bewegen? Ja, ich kann es bewegen. Es ist ein bisschen hakelig, weil ich immer gegen deine Flugbewegung mich bewegen muss. Mal sehen, ob ich damit irgendwann irgendwas treffe. Aber ich guck mal die Station an. Niedrigdurchflug? Ich trau mich gerade nicht so. Oh, da startet eine Constellation. Okay. Ja, ich konzentriere mich jetzt gerade mal aufs Fliegen so ein bisschen. Ja, mach mal. Das sieht ja geil aus. Okay. Wahnsinn. Ja, wir haben sie noch gar nicht so richtig gezeigt, die Station bis jetzt, ne? Ja. Oh, da, da zieht... Schiss, hier umzugucken, richtig. Ja, aber es ist geil, Mann. Die Bilder hier sind der Hammer. Aus dem Turm raus? Jawohl. So, na dann. Also, Security Outpost Korea ist die FPS-Station. So. Was eine geile Scheiße. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wir kennen das ganze Spiel. Warte mal, Security Outpost. Der müsste links von uns sein. Links von uns. Wir sind im Weltraum. Ja, du. Ach da. Fuckboard irgendwie. Fuckboard. Ich hab sie. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Windeln angeschnallt. Und es geht los. 2 Sekunden. Und Sport. Wow. Wie geil ist das denn? Geile Scheiße. Es funktioniert und läuft nicht. Und rausgesprungen. Oh, das geht schon los, oder? Es geht schon los. Ich gehe auf Combat Speed. Dieser Turm ist unfassbar langsam, ja? Okay, hast du da Ziel voraus? Siehst du das? Ich sehe da was voraus, ja, aber ich kann keine Ziele anwählen. Also ich habe ihn ein paar Mal getroffen, das heißt aber nichts. Vorsichtig bitte. Wir wissen nicht, ob das Cockpit nicht auch aus Versehen getroffen werden könnte, unser eigenes. Oder ja. So. Ich glaube, wir haben gerade aus Versehen die falsche an den Händen, ne? Oh. Kann sein. Hast du ihn? Ich sehe gar nichts gerade, ich bewege mich nur im Kreis. Ah, da ist er direkt voraus, ich folge ihm. Fast nicht zu steuern, dieser Turm hier. Noch halten unsere Schilde ganz gut. Wow. Das war knapp, oder? Ja. Sein Cockpit ist fast im Arsch, ne? Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Am Dogfight geht das, glaube ich. Das Problem ist, ich kann wirklich kaum was steuern, aber es sieht lustig aus. Wow,
Mann, der hält aber was aus. Das ist ein Avenger, ne? Ist abgesprungen. Da ist er. Da, direkt voraus. Siehst du das? Da ist er. Da fliegt er gerade. Haben wir noch mehr Ziele? Ich glaube nicht. Sehr gut. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstieg. Oh, doch, Bogi. Ich höre schon wieder Bogi. Bogi. Ach, wenn ich doch Ziele anvisieren könnte. Ich versuch's mit dem Landen, oder? Oder sollte ich lieber in der Luft bleiben? Ah, der ist gelandet schon. Das ist eine gute Situation. Mhm. Versuche uns mal möglichst ohne Schaden runterzubringen, ne? Mhm. Und manuell ist es, glaube ich, besser. Komm, ich in die 05. Da kriege ich es ja wohl hin. Hinter uns steht übrigens ein Avenger in der Luft rum, ja? Die treibt. Oh! Du bist gelandet, nehme ich an? Ja, ich bin gelandet. Es war jetzt nicht die feine Art, du hast den Rot gemerkt. Aber dafür sind wir unten, wir können aussteigen. Okay. Wow! Mein Gott! Sind das viele Premieren gerade gleichzeitig? Ja, aber hallo. Ich glaube, mein Turm muss erstmal wieder zurückfahren auf die Mittel, bevor ich hier aussteigen kann. Ist vielleicht auch Absicht, damit du nicht aus Versehen auf mich rauftrittst beim Aussteigen. Ja. Kommst du raus? Ich versieh's gerade. Das wäre natürlich jetzt blöde an dem ganzen Plan. Ich komme irgendwie nicht irgendwo hin. Alt-GRF funktioniert nicht. Alt was? Steuerung F war es ja, Entschuldigung. Nee, Steuerung F funktioniert nicht. Drück mal Ejection. Das ist natürlich blöd, weil es mein Schiff ist. Okay, soll ich ja. Ich sterbe ja dann nicht, oder? Ich denke nicht, nee. Oh, fuck. Wir kriegen Gesellschaft. Okay, soll ich wieder einsteigen? Ja, steig mal wieder ein. Also dann steig du mal zuerst. Ich steige ein und du steigst quasi zuerst aus jetzt diesmal, ja? Ja. Ich hoffe, es geht. Es kann sein, dass die Systeme runtergefahren wurden beim Aussteigen, ne? Das glaube ich auch, ja. Hauptsache, das Schiff hebt nicht sofort ab. Anvil Aerospace, all systems online. Takeoff complete. Er kann gar nichts mehr machen, leider. Okay. Schade. Soll ich jetzt mal solche Steuersätze betätigen? Mach doch mal, ja. In der Station. Ja, bitteschön. Gute Idee. Ah, jetzt bin ich wieder da. Jetzt werde ich auch rausgeschossen. Das hat funktioniert. Oh Gott, Kollege. Au, 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 au. Der Ort war wirklich gut. Okay, jetzt bin ich EV-8. Sehe ich auch. So, jetzt sind wir aus dem Schiff erstmal los. Das heißt natürlich auch, wir haben den Auftrag. Oh je, sie steht ja noch da, die Hornet. Wie geil. Die steht noch da, ja. Oh, hier ist ein Avenger. Ja, hier ist ein Avenger, ne? Du siehst sie auch gerade. B ist Boots, ne? Ja. Oh Mann. Leute, ich hoffe, wir stürzen nicht ab. Und wenn wir abstürzen, dann machen wir wahrscheinlich trotzdem weiter, hä? Ja, das würde ich auch sagen. Es ist so geil. Das ist ja der Hammer gewesen. Ich bin gerade so geflasht. Das war ja jetzt auf jeden Fall ein Knaller. Also, wir sind gerade das erste Mal zusammen in der Super Hornet geflogen. Und haben einen Kampf bestanden. Und wir haben sogar noch einen Schleudersitz ausprobiert. Innerhalb der Station. Was man nie machen sollte. Was man Don't do this at home, kids. Meine Boots gehen aber leider nicht hier. Ich hoffe halt nicht, dass plötzlich die Schwerkraft einsetzt und ich halt hier aufschlage. Ja. Oh Mann. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mal einen Vektor zu finden, dass man so raufgleitet aufs Pad, weißt du? Dann kriegst du keinen Schaden. Seitlich, ne? Mhm. Es ist dreist, was wir gerade abziehen, ne? Das ist richtig dreist. Oh oh. Oh, ich sehe dich. Ja, wo bist du denn? Über mir oder unter mir oder? Guide war 06 bin ich jetzt quasi ran. Das ist rechts von 07, habe ich auch schon gezogen. Ich weiß. Hast sogar die Ansage gerade. Ja. Ja, der Witz ist, das ist nicht das Kovalex Shipping Hub. Das ist noch ein falsches. Stimmt, du hast ja recht. Das ist noch eine falsche Ansage. Boah, sorry, du kommst sehr steil runter, glaube ich. Ja. Aber ich habe keinen Schaden genommen. Ich bin unten. I'm good. Jetzt drück mir bitte die Daumen. Ich bin abgestürzt. Nein. Ja. Und ich habe es geschafft.
Oh, er schießt auf mich! So ein Hund! Oh, boah! Oh Mann! Ja, ich versuch mal wieder reinzukommen. So ein Arsch, ey! Okay, oh fuck, meine Knarre bringt nicht so viel. Collision Alert. Autsch! Oh Mann! Oh je, jetzt kommt der Absturz, oder? Nee, kommt nicht. Okay, ich bleib jetzt mal drin einfach, auch wenn Sawyer gerade raus ist und er versucht einfach wieder reinzukommen. Ich möchte jetzt einmal eine Waffe in der Hand halten, verdammt! Oh, ah ja, ist ja ein Shot. Ah! Was haben wir hier eigentlich? Ist das die Combustion-Pistole oder welche ist das? Ja. Fuck, das ist so Alien. Es ist so Alien. Wenn ich jetzt doch nur einen Plan hätte. Magazine liegen hier unten. Schätze ich. Oder Sprengladung. Yes! Was ist denn? Ich hab die Knarre. Ich hab sie. Okay. Come get some. Ich bin der König der Welt. Ich bewaffnet ihr nicht. Hoffe ich zumindest. Bin leider im FPS nicht wirklich gut, ne? Gibt's hier unterschiedliche Waffen? Nee, ne? Das sind immer dieselben. Nee, gibt momentan nur eine. Oh, hier wird geschossen. Und das sind auf jeden Fall Beringlaser und keine Schusswaffen, Handfeuerwaffen. Aber ich habe gerade gesehen, das ist ja auch so von Bering, ne? Mhm. Ja. Warte mal, ich lass mal die Luftschleuse auf. Bering Sturmgewehr ist das. Sollte ich mich vor die Luftschleuse stellen und gucken, ob da jemand... Oh, fuck. Entschuldigung. Ich habe mir gerade ein Medpack geschnappt. ich schick dir mal eine Einladung, ja? Warte mal ganz kurz, warte noch, bis ich zumindest in irgendeiner Instanz drin bin, ja? Ach, du bist gerade aus draußen, ja? Ich bin jetzt in dem Moment wieder gejoint, ja. Okay, soll ich dir eine Einladung schicken oder nicht? Mal, ja. Oh Mann, wahrscheinlich wäre ich in dem Moment abgeschossen. So. Ups. Oh, mir ist gerade ein Fehler aufgefallen, den man den Entwicklern sagen sollte. Man schießt nämlich zeitgleich. Einladung ist raus, man schießt, ja. Die Maus geht nämlich weiter, auch im Menüfenster. Das heißt, dann Okay. Schießt man aus Versehen. Erinnert mich an die guten alten Arma-Tage, wo man aus Versehen immer seine Kumpels abgeknallt hat, wenn man irgendein Menü was eingerichtet hat. Ja. Hatte Nachteile. Ich gehe mal, glaube ich, nach oben, oder? Erstmal. Ah, ich bin hier auf dem Observation Deck. Auf jeden Fall. Na okay, die Objekte sind noch nicht... Die fallen noch nicht um, wenn ich schieße. So, Weasen, ich hoffe, du hältst noch aus da. Tu mein Bestes. Ich bin auf dem Weg. Hast du eigentlich einen Gegner? Nee, wa? Oder zumindest findest du noch keinen. Ich hab nur die ganze Zeit das Gefühl, es kommt gleich ein Facehugger um die Ecke. So, ich springe jetzt, ja? Beeil dich! Jump! Hoffentlich sind jetzt hier keine Gegner. Mit der Cutlass bin ich echt nicht gut bedient. So, also wenn ich das jetzt richtig sehe, irgendjemand ist an der Station. Kannst du vielleicht mal rausgucken? Nee, wa? Betraust dich nicht. Nee, grad nicht. Also ich hab Gesellschaft. Mhm. So, ich setze jetzt mal zum Landeanflug an. Ich hoffe, es schießt mich keiner ab. Kontakt. Kontakt. Sawyer, ne? Ja.
Das Problem ist ja, wie erkennen wir beide uns denn rechtzeitig? Ja, das können wir nicht. Das können wir nicht. Na super. Ich bin sogar ganz gut gelandet. Ich mach mal mein Augmented Reality an. So, also ich bin jetzt da. Zieh jetzt sicherheitshalber schon mal die Waffe. Welches Level bist du denn? Oben irgendwo. Fuck! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Das verdammt! Ich hab ihn erwischt! Ah! Ah! Das war jetzt echt eine Schrecksekunde, Mann! Das war eine Schrecksekunde! Oh, ich bin erschossen! Ich bin erschossen! Da ist noch einer! Echt jetzt? Ja! Scheiße, ich mach grad die Druckschleuse auf. Oh, besorg dir auf jeden Fall eine Automatikwaffe. Ich tue es mein Bestes, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt schnell finde. Das war ja ein Anfängerfehler, Mann. Niemals die Leiche untersuchen und sich umschauen in Ruhe, wenn man jemanden erwischt hat. Schön unten schauen, ne? Unten nachschauen. Da ist so eine Treppe mit einem Gitter, da findest du die Waffe. Ja, hier sind mehrere Treppen mit mehreren Gittern. Gott, kann das nicht sein. Creepy kann hier. Kann nicht sein. Ja, aber ich bin jetzt da. Ja, ich nicht mehr. So, was für ein Schiff soll es denn sein? Ist mir egal. Also ich habe jetzt noch eine Cutlass da stehen, es sei denn, die klaut mir jemand hinter den Arsch weg. Das werden immer mehr Schiffe. Mhm. Na gut, deine Hornet ist ja im Arsch, oder? Ja, die ist im Arsch. Aber ich meine, wenn ich jetzt ankomme, es werden immer mehr Schiffe. Okay. Oder oh Gott, ist das creepy hier drin. Steuer. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird jetzt so enden, dass wir uns immer gegenseitig abwechseln. Ja, wahrscheinlich. Du holst die Waffe und versteckst dich. Ja, wenn ich jetzt die nur finden würde. Das ist so geil. Das erste Mal ist das Citizen hier FPS. Ja, aber hallo, ey. Das ist und ist sofort tödlich, ne? Also man muss dazu sagen, alle Knöpfe funktionieren noch nicht. Also so Leaning und sowas geht halt noch nicht. Aber so ein paar Sachen gehen schon. Also crouchen kann ich. Ich kann mich auch hinlegen. Ich kann mich sogar auf den Boden rollen. Mache jetzt hier mal ein kleines Tutorial. Ja, es ist so, man sieht, so ein Tutorial zu machen, zack, während man hier gerade verfolgt wird auf der Station, ne? Just ja, das saying. Stimmt. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. So, das geht also auf jeden Fall. Wenn ich jetzt dieses verdammte Sturmgewehr finde, Mann, wo ist das? Unten, auf jeden Fall unteres Level, wo man reinkommt. Okay. Und das ist eigentlich, wenn du reinkommen würdest, ist direkt eine Treppe in der Nähe. Und da bei der Treppe ist das. So seitlich links. Es gibt mehrere Räume mit Waffen, ne? Okay. Wenn man richtig arschig ist, verschießt man die Munition, schmeißt die Waffen weg und dann lebt sich alles. Oh ja, ich sehe hier eins. Ist das eine Falle? Ich hoffe es nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal. Die liegt hier auf dem Boden. Ja. Ja, dann war es wahrscheinlich meine Waffe. Aber ich kann die nicht aufheben, irgendwie. Okay, die kann ich nicht aufheben. Oh shit! Oh, jetzt wurde ich weggeschossen. Ja, ich starte gerade. Na, ah, jetzt hat mich einer erschossen, weil ich diese Waffe aufheben wollte. Ich wusste, dass das eine Falle ist, Mann. Das ist scheiße. Soll ich jetzt warten? Ich wache gerade wieder auf. Ich habe so ein Piepen im Ohr. Hattest du das auch beim Respawn? Ja. Okay. Soll ich dich abholen? Wo bist du gerade? Oder was hast ich flieg gerade über die Station. Aber warum nicht? Bin nur gerade gestartet. Soll ich hier A10 kann ich dir abholen, ne? A10. Ja, da gehe ich dahin. Und jetzt crashe ich wahrscheinlich jeden Moment. Ist natürlich blöd, wenn man gerade landet und dann kommt jemand, dann Ich gehe jetzt zu A10, ja? Ja, ich hoffe, das ist das richtige, die richtige Plattform hier gerade. Und nicht, dass ich jetzt zum B-Block geflogen bin. Na, probieren wir es mal. Jetzt kriege ich hier gerade eine Killmeldung, dass ich tot bin. Na gut, ich fühle mich ganz lebendig. Ich ignoriere das ja. So, ich bin jetzt bei A10 draußen. Siehst du da eine Hornet landen? Du bist direkt auf der anderen Seite. Ups. Du bist direkt bei A10. B. Das andere A10. Ich sehe dich jetzt von der Entfernung. Ja, jetzt hebst du gerade wieder ab, ne? Du müsstest dich eigentlich nur noch nach rechts drehen, glaube ich, und geradeaus fliegen. Jo. Was für ein geiles Let's Play, ey. Jetzt holst du mich hier auch noch ab, oder was? Ja, wenn ich es finde, ne?
Geradeaus fliegen einfach. Nur ach, geradeaus. Durch die Station durch? Ja, durch die Ringe durch, ja. Bloß keinen Fehler machen jetzt. Komm ich auf dich zu, ja, ne? Ja, du kommst auf mich zu. Ja, die sollten vielleicht auch A und B auf die Pads schreiben, ne? Hey. Ich hab mal gewunken. Hab ich jetzt nicht gesehen. Ich versuche mich gerade auf das Fliegen zu konzentrieren. Oh nein. Bin ich abgestürzt. Wir haben es überspannt, den Bogen. Ja, irgendwie schon. Aber lustig war's. Ja, Leute, also auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal euch FPS gezeigt. Ja. Zwar nicht zusammen, ne? Das noch nicht, aber quasi zusammen. Also, hey, und im Turm der Hornet waren wir, also beziehungsweise und, zu zweit. Ja. Ich kann nur sagen, sehr, sehr geil. Und wenn die jetzt es schaffen, tatsächlich das Ganze bis Thanksgiving stabil zu bekommen, das wäre ja jetzt am Wochenende, ne? Ja, so ist es. Dann wird's richtig groß. Dann wird's richtig groß. In diesem Sinne, also bleibt uns gewogen, schaut weiter rein und abonniert uns vor allem, das hilft uns. Und in, ja, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns jetzt mal über den Teamspeak mit einem gemeinsamen See you on the flight deck. Quantum Drive is now. Und es geht los. Ich fliege im Quantum Drive. Ich bin begeistert. Ihr könnt euch, glaube ich, gar nicht freuen, wie oft wir das versucht haben und wie geil es gerade ist, dass ich das erste Mal den Quantum Drive aktiviert habe. Ich bin da. Okay. Oh, wir sind Contact. Das ist nicht so gut.